Es war einmal eine vergänglich gewordene Welt, die sich nur noch im Kreis drehte. Die Menschen verbrauchten, erneuerten und benutzten alles bis zum bitteren Ende. Einige wenige jedoch wagten es, sich dem Zeitgeist entgegenzustellen. Eifrige Gesellen, außergewöhnliche Gelehrte und geduldige Meister beschlossen, Denkmäler zu setzen, um sich gegen den Strom der Zeit zu behaupten. Sie und viele andere scheuten keine Mühen, den Entwicklungen Einhalt zu gebieten. Mit Präzision, Feingefühl und Verstand machten sie sich ans Werk, die innersten Träume und Wünsche der Menschen zu verwirklichen. Um dies zu erreichen, standen sie niemals still und waren stets auf der Suche nach neuen Wegen. Es entstanden Werke in 1000 Variationen. Werke, die uns umgeben, Werke, die uns tragen, Werke, die uns etwas bedeuten. Egal ob klein oder groß, rau oder glatt, ob schwer oder leicht. So einzigartig wie die Schöpfungen waren auch die Menschen, die sie schufen. Mit Kraft und Beharrlichkeit entstand fühlbare Vergangenheit. Innen und außen. Stilvoll, edel, elegant, klar. Keine Hürde war ihnen zu hoch. Keine Aufgabe zu schwer, um ihre Ziele zu erreichen. Denn die Welt war immer noch rastlos und der Stein der Ausweg aus der Vergänglichkeit. Und so kam es, dass unseren Helden gelang, was sich so viele erträumten. Beständigkeit zu vererben, um die Vergänglichkeit zu besiegen.
Es ist Zeit zu bestehen. Für jeden, der sich wünscht.
Wunderschön in allen Teilen, die für die meisten auf ewig verweilen. Glänzend warme, weiche Schätze passen überall auf alle Plätze, so wie ich es will.